Hallo, hallo, hier ist Eva aus dem schönen Mallorca. Wenn du dich selbst sabotierst, wenn du dir immer wieder die Tour vermasselst, wenn du schon im Vornherein, wenn du etwas erreichen willst, damit rechnen musst, dass irgendetwas im Außen passiert, was dir die Sache vereitelt oder dass du es auch selbst wieder irgendwie nicht hinkriegst, dass du in entscheidenden Momenten die falschen Worte benutzt, dich auf eine Weise verhältst, die dich deinem Ziel nicht gerade näher bringt. Um all das geht es in diesem Film. Bevor du jetzt meinst, entweder du bist auf irgendeine Weise verflucht und dir ist es nicht vergönnt oder es soll nicht sollen sein, oder auch du ziehst dich zurück und findest dich damit ab und sagst, ja, wer weiß, wofür es denn wieder gut ist, dass es jetzt nicht passiert ist und so weiter oder so fort, möchte ich dir ein paar Impulse geben, mit dieser Sache tiefer zu gehen. Und zwar lade ich dich ein, dich zu fragen, was könnte denn der Grund sein, warum es ganz gut ist, dass das, was du dir wünschst, nicht in dein Leben kommt. Vielleicht nimmst du jetzt irgendwie mal ein Thema, was du gerade hast, wo du so schon seit Jahren vielleicht dabei bist und ja, es geht ja nicht nur auch um irgendwas zu erreichen, sondern auch vielleicht bist du in einer Situation, wo sich nie etwas ändert. Du kannst tun oder machen, was du willst oder wünschst dir so sehr eine gewisse Veränderung in einem Leben, in einer gewissen Situation, im Verhältnis zu einem Menschen. Und es passiert einfach nicht. Es bleibt immer wieder das Gleiche. Du wirst immer wieder frustriert oder erlebst die gleichen Gefühlscocktails, die nicht gerade angenehm sind. Und frage dich doch einfach mal, frage deinen Geist, frage deinen Körper, frage dein Bewusstsein, frage dein Unterbewusstsein, dein Unbewusstsein. Genau diese Frage, was ist gut daran, dass es nicht passiert oder dass es immer wieder passiert? Was liebst du vielleicht sogar daran? Und was tust du dafür, dass es immer wieder auf die gleiche frustrierende Weise so ist, wie es dann immer ist? Wenn du das lang genug tust, passiert etwas ganz Interessantes. Du kommst nämlich plötzlich mit einem Gefühl in deinem Körper in Kontakt. Hola. Aus dem heraus du wirklich meinen könntest, ja, das ist tatsächlich ganz gut, dass es so ist, wie es ist. Und das wäre ja wirklich ganz schlimm oder ganz gefährlich oder ganz verheerend, wenn dieses Ereignis oder diese Situation, so wie ich sie mir von eigentlich einem Bewusstsein gewünscht habe, tatsächlich eintreten würde. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann kannst du dir gratulieren, weil dann hast du etwas ganz Wichtiges, was vorher transparent war, sichtbar gemacht, von dem du bisher dich hast bestimmen lassen. Meistens ist es eine Form von Angst. Eine Angst, die dann plötzlich ganz real ist und wie eine Geschichte wirkt, die du glauben könntest. Und dann kannst du dich wiederum fragen, woher kommt diese Angst? Und was war der Moment, wo ich diese Angst einfach, ohne sie zu hinterfragen, übernommen habe? Vielleicht ist es eine Angst von deinem Ahnensystem, vielleicht eine Angst von längst vergangenen Zeiten, die mit deinem heutigen Leben absolut nichts mehr zu tun haben, die nur wie eine Lügengeschichte irgendwo noch in deinem Bewusstsein herumgeistert, ohne dass du es überhaupt mitbekommen hast. Wenn du an diesem Punkt bist, dann kannst du eine neue Wahl treffen und du kannst dich auch mit dieser Angst unterhalten oder dem Teil deines Bewusstseins unterhalten, der diese Angst hat, wie mit einem Kind, indem du ihn verständlich machst, was du willst, was auch das Geile daran ist, was das Tolle daran ist, was du willst. Und ja, dass es vielleicht auch ein gewisses Risiko beinhaltet, aber dass kein Verhältnis dazu steht, dass du diesen Wunsch immer wieder vereitelst, dass du es immer wieder vereitelst, dass das, was du dir wünschst, wirklich in dein Leben tritt.
Was ist der Schlüssel dafür, dass die Veränderung, nach der du dich sehnst, für die du das Gefühl hast, so wie in einem bösen Traum, es wird nie passieren, du erwischst den Flieger sowieso wieder nicht oder es passiert irgendetwas, was dich zurückhält oder es ist eine Übermacht im Außen, die dich nie frei sein lässt. Ja, das ist das, was wir meisten haben. So, irgendeine Übermacht in dir zieht dich immer wieder zurück in den alten Fischpott. Und du wirst nie dieser Mensch, der diese Glück, der diese Freude erlebt, die du erleben möchtest, wegen der du in das Leben gekommen bist. Okay, also die frohe Botschaft ist, es ist in dir. Es ist etwas, was du irgendwann mal übernommen hast, was du zu deiner Kreation gemacht hast, ohne es überhaupt mitbekommen zu haben und was du jetzt quasi wieder unkreieren, diskreieren, abwählen kannst oder was für ein Wort, was für ein Begriff für dich gerade das Passende ist. Fang gleich damit an. Ich wünsche dir einen schönen Tag und grüße dich mit diesem wunderschönen Magenta-Blumenmeer hinter mir. Alles Liebe. Tschüss.